Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Runde Minecraft. Ja, ich habe beim Laden der Welt mir überlegt, warum ich diese Welt MC genannt habe. Müsste ich mir mein anderes Gameplay nochmal angucken. Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar sind die 53 Minuten, die ich von Killing Floor 2 aufgenommen habe, ohne Ton. Professionelle YouTube-Arbeit. Geile Sache, Julian. Deswegen habe ich jetzt überlegt, was kannst du jetzt machen, was eben schnell geht, was du machen kannst. Ja, Minecraft. Ich habe mir auch jetzt so ein Shader-Pack installiert. Daher sieht das auch alles ein bisschen anders aus, nicht mehr so ganz so billig. So, wie nennt man das in der Minecraft-Szene? Vanilla-Minecraft? Ja, ne? Ja, und jetzt werde ich hier 10 Minuten lang Dünnpfiff quatschen und dabei Minecraft spielen. Wow. Wird keiner was werden, Leute. Ja, leider ist. Es ist auch natürlich interessant. Man wollte eigentlich so ein übelstes Metzelspiel jetzt hochladen. Und dann kommt Minecraft dabei heraus. Das ist auch schon irgendwie so ein kleiner Gag am Rande. Aber mir bleibt halt gerade keine andere Möglichkeit. Das wollte ich noch in Glas verwandeln, aber ich habe kein Glas. Ich sollte mal Glas abbauen. Warum weiß ich überhaupt noch, was ich hier vorhatte? Und ja, ich weiß, das Shader Pack ist jetzt nicht das hübscheste. Da gibt es auf jeden Fall Besseres. Was hatte ich hier eigentlich vor? Ich weiß es gar nicht mehr. Und boah, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Übrigens, im Hintergrund ist mein Fenster auf, weil ich hier rumgenebelt habe, wie so ein Geisteskranker. Deswegen hoffe ich, dass euch die Autogeräusche nicht so sehr stören. Ich wohne zwar so abgelegen, wie man nur leben kann. Aber trotzdem ist hier Verkehr wie Sau. Unglaublich. Und ich überlege gerade, ob ich euch die Story von gestern erzähle, weil die ist einfach so dermaßen krank. Ich fasse immer noch nicht, dass es diese Story überhaupt gibt, aber ich glaube, ich erzähle sie euch. Weil ohne Scheiß, das ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Wir haben gestern Pizza bestellt. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. So, ich bin da so hin, ne? Die kennen mich doch alle freundlich. So, ja, Julian, da hast du Pizza bestellt. Ich so, ja, Sigi, hab ich Pizza bestellt, oder? Wahrscheinlich habe ich Pizza bestellt. Hab mir dann auch so alles abgeholt. Was, das ist eigentlich ganz normal. So, fährst du nach Hause, gerade so auf die Straße eingebogen, und dann bemerke ich hinter mir so einen extrem aggressiven Fahrer. Also, der hat, glaube ich, also das ist bei uns, kleinerorts 50 km/h ist natürlich erlaubt. Aber wir haben halt ein sehr, sehr enges Straßennetz dort und ganz viele Kurven, weswegen man auch gerne mal auf 30 runtergeht. Allein, weil sich das so anfühlt, als ob das vielleicht etwas gesünder für einen selber wäre. Aber nicht der. Der hat auf jeden Fall den Bleifuß von seinem, keine Ahnung wem, geerbt. Und war da auch aggressiv unterwegs. Hinten natürlich auch schon am Drängeln. Gut, ich habe erstmal nichts dabei gedacht. Bin dann an der Kreuzung, will abbiegen auf die Hauptstraße. Was man halt so macht. So, und dann sehe ich hinter mir schon, der Typ ist heiß. Alter, der ist richtig heiß, der ist noch nicht mal aus dem Ort draußen. Der will schon, wenn wir aus dem Ort rausfahren, ist direkt eine Kurve mit, laufen auch ganz gerne Kinder rüber, also sehr gefährlich. Setzt jetzt zum Überholen an. Ich denke mir so, du kleiner Pisser, Alter. Hast du jetzt vor, hier irgendwie eine Kleinfamilie über den Haufen zu fahren oder was? Dann habe ich etwas gemacht, was ich vorher noch nie getan habe. Und zwar bin ich einfach komplett links rübergezogen. Nach dem Motto, du Fixer, kommst hier nicht vorbei. War dem aber relativ egal. Und hat dann trotzdem den Überholvorgang fortgesetzt. Über Kurven, über Stock und Stein an Omas und Kinder vorbei. Von der Motorhaube weggewischt, hast du nicht gesehen. Also jetzt natürlich nicht, aber... also so ein Menschen, dem man vieles wünscht. Zum Beispiel einen Baum in der Motorhaube oder sowas. So einer war das. So. Und ja, zu überholen angesetzt, ich dachte mir so, ja gut, du Pisser, hast überholt, herzlichen Glückwunsch, kriegst gleich erstmal einen Keks, soll er machen. So, und dann kommen wir irgendwann zu so einer kleinen, so eine Art Einbahnstraße, das ist schon fast. Das ist eine Straße, da kann man halt ein bisschen ausweichen, so ein kleiner Schotterweg an der Seite. Und da muss ich dann halt nachher rein, um zum Haus zu kommen. Und genau an diesem Weg hat er mich abfangen wollen. Jetzt mal ohne Scheiß, der Typ war so aggro, dass ich ihm das Überholen verwehrt habe, dass der mich da abfangen wollte. Ich weiß nicht, ob er sich dann hinter mich setzen wollte oder so, aber ich musste da ja eh rein. Musste übelst in die Eisen gehen,
weil der halt so prompt gebremst hat, dass ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Bin dann aber natürlich eingebogen, dachte mir, oh, so Hurensohn, also du mieser Hure, was fällt dir eigentlich ein, sag mal. Gut, meine Aktion war auch nicht jetzt unbedingt das Wahre, aber daran konnte man sehen, was das auf jeden Fall schon mal für ein Typ war. Ich war natürlich reingefahren mit quietschenden Reifen, irgendwie in ein Eisen gegangen, damit ich ihm nicht voll in die Karre fahre, dem Hurensohn. Und bin dann da halt den Weg entlang gefahren. Das Problem ist natürlich noch, wenn ihr gerade am Anfang aufgepasst habt, ich kam ja von der Pizzeria. Ich hatte ja noch Essen hinten drin. Und das ist, wie ihr euch denken könnt, natürlich ein bisschen geflogen. Ich also dann auf diesem Weg dann irgendwann angehalten, um zu gucken, ob beim Essen nichts passiert ist. Steigt dann wieder ins Auto, wollt gerade losfahren. Und jetzt ratet mal, wer hinter mir meinen Weg blockiert. Ohne Witz, ich habe ja schon viel erlebt, aber da habe ich schon ein bisschen Panik gekriegt. Ich dachte mir so, okay, der Typ, der ist mehr als aggressiv. Ich glaube, der will es wissen. So, und hat er mir hinter mir den Weg versperrt. Und ich habe mir gedacht, gut, was machst du jetzt? Rufst du jetzt die Polizei? Oder wartest du noch ab? Bin er ein kleines Stückchen vorgefahren, aber er hat sich noch wohl ziemlich schnell verzogen. Und ich habe dann halt noch ein bisschen gewartet. Ich denke mir so, okay, Kleiner. Wenn du jetzt richtig Ärger machen willst, ich habe Telefon dabei, soll er rankommen. Ich habe, also, es gibt ja die Abschießfunktion. Ich meine, ich wusste nicht, wie aggressiv der Typ jetzt ist, wegen der Nummer. Und habe mich dann erstmal so gesehen im Auto verbarrikadiert, habe das Telefon in Hand genommen für den Fall der Fälle, dass der wirklich dann irgendwie handgreiflich werden will. Habe das Telefon halt bereit gehalten, um die Kollegen in Grün oder mittlerweile ja auch in Blau zu rufen. Aber die hat sich dann halt doch verzogen. Ja, und ich bin dann halt nach Hause getuckert. Und ich weiß nicht, es war irgendwie ein ganz mulmiges Gefühl. Habe ich so auch noch nicht gehabt. Aber ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet. Also, mir ist auf jeden Fall klar geworden, wenn ich jetzt das nächste Mal so einen Typen hinter mir habe, dann lasse ich ihn einfach vorbeiziehen und hoffe einfach, dass er den nächsten Baum knutscht und werde so tun, als hätte ich seinen Unfall gar nicht gesehen. Herr Officer, ich habe das gar nicht gesehen. Ich hatte kurz geblinzelt und plötzlich lacht er da zerfetzt auf der Straße. Ich wollte ihm echt helfen, aber ich habe das gar nicht gesehen. Ich konnte da nichts machen. Deswegen ein kleiner Tipp von meiner Seite auf jeden Fall. Wenn ihr solche Leute hinter euch habt, lasst die einfach ziehen. Das sind dann echt aggressive Hurensöhne. Unglaublich, ey. Aber da ist mir schon der Arsch auf Grundeis gegangen. Das ist dann halt nicht so Internet-Anonymität hier von wegen, ja, du Hurensohn, ich mach dich fertig. Das war dann schon wirklich eine brenzlige Situation. Ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt hätte reagieren sollen, wenn es dann wirklich ernst geworden wäre. Ich meine, hätte, wer weiß, was passieren können. Schon auch von seinem Überholen, da hätte ein Auto von vorne kommen und Co. Dann hätte ich die Leute da von der Straße einsammeln dürfen oder hast du nicht gesehen. Dann dieses Bremsmanöver, was ich machen musste, dann diese komische Verfolgungsjagd. Ich meine, wie krank war der Typ eigentlich? Also, ich weiß nicht. War schon ein leichter Schock, muss ich sagen. Er sitzt auch immer noch drin. Mir ist ja natürlich ein bisschen zitterig. Und, ja, gut. Aber ich denke mir, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ich hoffe, dem Typen passiert irgendwas Schlimmes, dass der, keine Ahnung, tödlich verunglückt. Aber solchen Menschen wünsche ich echt alles. Mieser Wichser, ey. War auf jeden Fall ein ziemlich krank krasses Erlebnis, was ich da hatte. Und ich werde demnächst solche Typen einfach Platz machen. Wenn die meinen, die müssen das machen, na gut. Dann habt ihr ab jetzt meinen Segen. Fahrt doch so krank, wie ihr wollt. Aber bitte, wenn ihr euch schon umbringt, dann auch alleine und zieht da keinen anderen mit rein. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, da haben wir jetzt noch eine ganze Menge erzählt, ohne dass hier groß was passiert ist. Tja, Höhle war fertig. Hier kommt, wie gesagt, noch Glas hin. Ach komm, scheiß drauf. Das nehme ich noch mit. Und dann war's das auch. Ja, das war eine Real-Life-Story. Von meiner Seite aus. Hübsch. Wäre es soweit dann auch erstmal von mir. Ich wollte das Video halt erstmal nur machen, damit ich mein Versprechen für die jeden Tag kommt ein Video-Dings einhalten kann. Du Schweinchen, du gehst erstmal hart drauf. So, wäre das dann schon mal geklärt. Mann, warum fahren so viele Autos hier rum? Ach genau, einen Ofen habe ich ja noch. Ja, Kohle ist noch drinne.
Und dann werde ich mir jetzt noch ein bisschen Schinken braten. Mach jetzt aus und bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen unterhalten hier. Damit wäre die Videoflut auch beendet. Und ich überlege, wie ich das jetzt demnächst mache, wie viele Videos so in der Woche kommen werden. Die ganzen Videos, die sind ja gut angekommen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Haut rein.